So, und da sind wir auch schon wieder live auf Sendung. Ah, automatisch gespeichert. Ein neues Portal. Achso, da kann ich mich B zurück. Nein. Okay, das war das falsche B. Das war dann wohl A. So, gehen wir wieder dahin. So, dann gehen wir mal weiter. Abschalten, Nymphe! Bleib zurück, dunkle Gestalt! So, schicken wir mal alle unsere Sklaven drauf. Und wir selbst bleiben hier hinten und hauen mit Blitzen drauf. Es ist sinnlos, Herr. Die zweite Nymphe beschützt die Knospe, während die erste gesundet. Ihr müsst einen anderen Weg finden. Na super. An die zweite komme ich nicht dran. Egal. Hallo, was machen die denn da? Lassen die sich da gerade extra fressen? Da sind diese komischen fliegenden Viecher. So. Merkt euch, fliegende Viecher sind böse. So, jetzt bräuchte ich mal wieder ein paar mehr Sklaven. Das hat jetzt ein bisschen was gekostet. So. So, hier liegen ein paar Items rum, die könnt ihr euch nehmen. Was ist das denn hier? Ach so, das waren solche Dinger. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den Weg hier runter. Wenn das denn geht, ja. Juhu! Surfing! Ach Gott, hier sind... Holt sie euch! Ne, das hilft nicht wirklich was. Dann ziehen wir sie mal wieder alle da ab. Wie mache ich das jetzt hier? Scheinbar wollen die nicht darüber rennen. Achso, ich kann durchlaufen. So, ist wieder das Portal. Die kommen dann über die... Ey! Eure Braunen können euch nicht folgen, Herr. Lasst sie zurück, dann kehren sie in die Unterwelt heim und ruhen sich aus. Achso. Wieder reinpacken geht nicht. Okay.
Dann lasse ich sie zurück. Was sind schon wieder diese komischen Viecher? Ah. Die Feuerviecher. Meister. Ja! Wir brennen für den Meister. Meister. Ah, die kleinen Feuerteufel. Ihr müsst noch immer das rote Schergennest finden und in die Unterwelt zurückbringen. Erst dann könnt ihr außerhalb des Heiligtums Rote herbeirufen. Hm, hier geht's nicht lang. So, die da oben kann man auch noch mal einsammeln. Ne, ich glaube, die wollen nicht. Ich meine aber, hier lang ist der richtige. Immerhin wäre es doch so die beleuchtete Richtung, so aus Mainstream-Sicht. Oder wir gehen einfach hier unten lang. Alles schön wegbrennen. Juhu. Ist hier irgendwas, was mir böse werden könnte? Irgendwie habe ich keine Schergen mehr. Ach, da kommen sie alle. Ich dachte schon, ich hätte die jetzt verloren. Das sieht aus wie ein Aufzug. Oh. Die Roten habt, können euch die Nymphen nicht mehr aufhalten. Röstet dieses aufdringliche Gemüse. So. Und jetzt schnell das hier platt machen. Sammle ich auch irgendwie so komische Kristalle ein, von denen ich noch nicht weiß, wofür die gut sind. Ihr seid es! Ihr gehört nicht hierher! Verlasst diesen Ort sofort oder ihr werdet den Zorn unserer Königin Fea erleben! Vorsicht, Herr! Rote Schergen sind nicht so robust wie braune. Setzt den Gegner zunächst mit den braunen zu und lasst ihn dann von den roten grillen. Ich sollte vielleicht noch ein paar braune abholen, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Dann holen wir vorher noch ein paar Brauen ab. Da vorne war ja gleich das Portal um die Ecke. So, da haben wir unseren Clan wieder voll mit 20 Stück. Ich glaube, jetzt müssen wir hier lang. Schon wieder ein Aufzug? Naja. Das Nest war eigentlich weiter unten, aber... Okay. Achtet auf Elfen, auf tiefer liegenden Plattformen. Nutzt euren Höhenvorteil und lasst von oben feurigen Tod auf sie regnen. Achso, hier habe ich auch schon wieder so ein Nest. Das sind ein bisschen viele Gegner hier, muss ich sagen. Hab auch schon einige verloren. So, dann macht mal alles kaputt und sucht euch neue Ausrüstung. Die werdet ihr brauchen. Ui. Habe ich, glaube ich, ein bisschen viel niedergerissen hier. Und die Roten sind scheinbar alle tot. So ein bisschen was versklaven, das kann nicht schaden. Die nehmen wir auch noch mit. Und ihr macht euch jetzt hier mal nützlich. Oh, ob hier noch ein bisschen was... Was ist das hier noch für ein Blümchen? Rand noch Waffen rum, die kann man noch mitnehmen. Ich bin da recht gründlich. Ist auch noch ein Weibchen. Nehmen wir es einfach mal mit. So. Diese Fee hier heißt schon ein Zuckerpüppchen. Leider ist sie eine Fee. Ja, so, jetzt unterbreche ich mal wieder kurz.